Servus zusammen, recht herzlich willkommen zu einer neuen Folge Landwirtschaftssimulator 22. Wir sind auf Neumini-Brunnen und wir sind wieder mal beim Händler. Wir stehen hier beim Händler unseres Vertrauens, Motorex. Und ihr seht es schon, wenn der Drescher von New Holland hier rumsteht und hat ein neues Schneidwerk von Cresoni. Ich habe mir jetzt endlich dieses zusammenfaltbare Schneidwerk hier besorgt, weil damit tun wir uns einfach leichter, wenn wir hier durch die Landschaft fahren, zu den einzelnen Feldern, auch wenn es etwas kleiner ist als das ursprüngliche, ich glaube eine Arbeitsbreite von 7,20 Meter, ich muss da nochmal hineinschauen, so, weil das haben wir ja gekauft und deswegen finden wir es auch hier gleich unter Schneidwerken, 7,20 Meter und das ursprüngliche war etwas breiter, ich glaube knapp einen Meter oder so, aber wie gesagt, wenn wir hier dann mit dem Cresoni-Schneidwerk, wo wir dann auch nicht besonders viel sehen, wenn wir hier rausfahren, unterwegs sind, dann soll das natürlich heißen, dass wir in die Ernte gehen. Wir sind im neuen Monat, im Juni, und das erste Feld ist erntereif. Es ist Ackergras direkt bei uns am Hof. Und da fahren wir jetzt mal hin und legen los mit der Ernte. Wir kommen in die Erntesaison und da freue ich mich auch schon drauf. Sodele. Und in der letzten Folge haben wir ja das FarmCon Fendt-Pack hier eingeweiht mit den beiden Fendts, die zur FarmCon herausgekommen sind. Und wir werden die so ein kleines bisschen spezialisieren, den kleinen für ja, die Düngestreuung. Und den großen, den werden wir jetzt erstmal oben an unserem Alpenhof, an unserem Kuhstall, oben am Berg, am Berghof. Ich muss mir da noch einen Namen einfallen lassen. Bis jetzt habe ich da immer ein bisschen rumgestottert, rumgedruckst, weil wie man das eigentlich nennen. Aber wir nennen es einfach unseren Berghof mit den Kühen. Und dort oben steht er jetzt und da wird er uns auf jeden Fall unterstützen bei der... beim Füttern der Tiere. Er soll dort ziehen und hat natürlich auch einen Frontlader, damit wir auf jeden Fall Ballen laden können. So, Dele, jetzt aber erstmal hier mit dem New Holland und diesem Schneidwerk. Ups, kommen wir da vorbei, da kam mir was entgegen. Ja, es ist schwierig. Es ist schwierig hier zu beobachten, wenn einem etwas entgegenkommt. Aber wir haben auf jeden Fall kein Problem mehr mit der Breite. Und wir müssen nicht groß rumrangieren mit einem Schneidwerkwagen. Das ist eigentlich auch das Schöne an der ganzen Sache. So, Dele, hier müssen wir rein. Und hier sind wir richtig, denn hier ist Ackergras. So, wir klappen aus. Wir klappen vorne das Mähwerk aus. Das Schneidwerk, nicht Mähwerk, das Schneidwerk. Feine Sache, jetzt schiebt er das da links darüber. Ja, genau. Und dann geht der rechte Teil wieder nach unten. So, und dann müsste doch irgendwas, kann es sein, dass das hier verschwindet? Nee, das bleibt. Okay, wunderbar. Also, mit dem Mähwerk werden wir jetzt loslegen. Jo. Okay. Ah, stopp, stopp, stopp. Ich muss ja hier noch auf jeden Fall die Hilfe einschalten. Denn wir müssen ja wissen... Ups. Quatsch. Hilfe, Fenster. Nee, 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 nee. Das ist was anderes. So, wo haben wir es denn? Falsch, hier sind wir. So, Hilfefenster an. Mann, manchmal ist er aber auch wie vernorgelt. Jetzt müssen wir mal schauen. Strohablage ausschalten. Bingo, passt, denn Ackergras bringt uns ja Heu. Also können wir dann auch gleich loslegen und hier die Heuschwart zu Ballen pressen. Oder wir bringen es einfach nur in Silo mit dem Ladewagen. Das wäre auch eine Option. Hervorragend. Ja, wie gesagt, das Ganze ist zwar ein bisschen weniger von der Arbeitsbreite, aber ich glaube, das passt eigentlich auch wunderbar hierher zu Neumini-Brunnen. Da müssen wir jetzt nicht mit den Wahnsinns-Dreschern arbeiten. So, wir lassen mal den Helfer marschieren. Sehr schön. Ja, und da denke ich, dann passt das doch wunderbar hierher und dann sind wir da auf jeden Fall wesentlich flexibler von der... ja, vom Fahren und vom Aufbauen. Und ich liebe dieses Schneidwerk.
Schauen wir mal, ob das auch einwandfrei funktioniert. Es sieht jedenfalls gut aus. Es sieht gut aus. Denn wir hatten ja mal eine Konstellation mit einem Drescher. Der war dann richtig bockig. Naja. Leider gab es dazu in der Zwischenzeit noch kein Update. Aber ich habe mir den Mod nochmal heruntergeladen mit diesem Drescher. Augenblick, wir schauen mal. Ding, 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 ding. Und zwar waren das damals, jetzt muss ich mal schauen, ob wir den gleich finden. Hier, dieser Laverda. Und der hatte nämlich dieses Leveling-Pack. Das Witzige ist nämlich, dass der hier am Hang lang fährt und dann sich ausgleicht, nämlich levelt sozusagen. Und den könnten wir natürlich dann auch nochmal spaßeshalber ausprobieren, ob das jetzt zukünftig besser geht. Was haben wir denn da für Schneidwerke? Ah ja, genau, da gibt es die entsprechenden Schneidwerke. 6,20 Meter, 7,60 Meter. Okay, naja, wir werden es vielleicht mal ausprobieren und sehen. Aber im Moment macht der New Holland einen wunderbaren Job. Und wir schnappen uns... Augenblick, wo schnappen wir uns denn wen? Oh, wir haben einfach zu viele Geräte hier mittlerweile. Den John Deere, den habe ich nämlich vorbereitet hier als Abfahrer. So, mit dem Doppelgespann. Und dann bringen wir den jetzt erstmal hier aufs Feld, schon mal in Parkposition. Und dann schauen wir uns mal an, mit welchem Gespann wir hier jetzt anschließend die Schwart einfahren. So, dann stellen wir den erstmal hierher. Okay, da sollte das doch einigermaßen passen. Okay, jetzt müssen wir mal schauen. Was haben wir denn jetzt noch als Ladewagen? Ich bin ja überhaupt nicht auf dem Laufen, denn wir hatten ja mal einen großen Ladewagen. Einen Pöttinger und einen kleinen. Das ist der große, oder? Ja, wenn das der große ist, dann schnappen wir uns natürlich unseren Glas Xerion. Ja, wir nehmen den Xerion. Das immer einfach mal ganz großkotzend. Auf geht's. Und dann bringen wir das Heu in unser Silo und gut ist, weil warum müssen wir ja nicht unbedingt Ballen machen, denn so viel ich weiß, warte. Ah, stopp mal. Wir müssen mal hoch zum anderen Hof und da sind wir auch schon, hier mit diesem wunderschönen Xylon. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was haben wir denn hier? Stroh, hier fehlt uns Stroh. Heu haben wir genug und Silage haben wir genug. Okay. Stroh haben wir da drüben als Ballen. Also, das passt soweit. So, da steht er. Dann können wir eigentlich das Stroh in unser Silo werfen. Ist das überhaupt der große Pöttinger? Ich weiß es gar nicht mehr. Hatten wir nicht mal zwei? Augenblick mal. Hatten wir nicht mal zwei, einen großen und einen kleinen Ladewagen? Ja, natürlich, klar. Ist der andere oben am Berg? Hör? Auf der Karte anzeigen. Ja, der ist oben am Berg. War klar. Der wird irgendwo hier oben stehen. Naja, Wingo, passt schon. Jetzt will ich hier nochmal ganz kurz am Silo vorbei, aber ich denke mal, dass wir da genügend Platz haben. Ich habe übrigens in der Zwischenzeit hier auch ein bisschen aufgeräumt. Das Schneidwerk für den Glashäcksler habe ich zur Seite gebracht. So, Heu 123. Ach, oje, oje. Also da haben wir eigentlich auch genügend Material. Und ich bin mir auch fast sicher, dass wir auch hier noch Heuballen haben, oder? Dumm-di-dumm-di-dum. Einen Heuballen. Okay. Nee, wir packen das am besten mit dem Ladewagen. Das geht am schnellsten. Und packen das dann hier rein. Und dann können wir uns auch überlegen. Eventuell können wir es ja auch verkaufen. Denn ich sehe jetzt schon, wir haben Heu genug. Also Heu haben wir mehr als genug. So, Dele. Hat er sich denn in der Zwischenzeit gemeldet? Dann hauen wir mal den Tempomaten rein. Und zwar hat sich der New Holland schon gemeldet. 80% oder so. Ich glaube nicht, Tim. Ah, wir können mal ein bisschen Gas geben. Aus irgendeinem Grund war der Tempomat bei 15.
Hervorragend. So, wir sind wieder auf der Neu-Mini-Brunnen. Ich glaube, Folge 119. 119 Folgen, über ein Jahr spielen wir hier diese wunderschöne Map schon. Und wir kommen unserem Ziel immer näher, irgendwann alle Produktionen zu haben. In der Zwischenzeit produzieren wir ja auch Landmilch in der Molkerei. Auch so eine spezielle, ja, Produktion hier auf dieser Map. Und ich glaube, wir haben dann hier auch noch die Option auf Hafermilch. Das will ich auch noch machen. Und dann, früher oder später ist es soweit, werden wir uns noch die Müsli-Fabrik holen, nachdem wir ja jetzt schon die Textilfabrik, die Schneiderei, gekauft haben. Und somit glaube ich, die vorletzte Produktion, weil Holz lassen wir mal außen vor. Ansonsten wäre das natürlich auch vielleicht eine Idee. Dann könnten wir mal ein paar Stühle oder irgend sowas produzieren. Müssen wir auch mal schauen, ob das eine Idee wäre hier auf Neu-Mini-Brunnen. Aber um ehrlich zu sein, will ich eigentlich nur noch die Müsli-Fabrik und dann hier wirklich anfangen. Dann werden wir nämlich noch das Weinberg uns kaufen und tatsächlich dann, ich sage mal, Trauben. Ja, die Kellerei haben wir dann nämlich auch noch. Und dann werden wir nämlich Trauben machen, beziehungsweise Rosinen. Das ist eigentlich das Richtige. So, warte mal, warte. Wir springen mal da kurz rein. 95%, ich hab's gewusst. Ja, jetzt müssen wir ein bisschen warten. Obwohl, stopp, wir können ja. So, da ist er. Dann können wir hier gleich abtanken. Denn wir haben ja Fruchtzerstörung an. Und hier am Berg bietet es sich natürlich an, mit PS-starken Maschinen hier unterwegs zu sein. So, dann fahr mal aus. Aber ich glaube, der bleibt jetzt sowieso stehen, weil er voll ist, ne? Ja, dachte ich es mir. Okay, dann machen wir den hier schon mal aus. Dann kann der hier in Ruhe weiterarbeiten und wir fahren mit dem Xerion mal weiter. So, dede. Da müssen wir jetzt, glaube ich, ein bisschen rangieren. Es wird nicht anders gehen. Und Ackergras haben wir ja auch jede Menge im Silo. Also das haben wir ja nie verkauft. Das wird dann... Da wären wir jetzt beinahe hier in die Kühe reingefahren. So, der New Holland ist auch wieder unterwegs. Das heißt, da müssen wir unbedingt auch mal Ackergras verkaufen. Wir haben es die ganze Zeit aufgehoben für die Hühner. Aber so viel Ackergras fressen die gar nicht. Wobei das ja schon interessant ist, dass wir hier als auch Hühner mit Ackergras füttern können. Auch nicht schlecht. Aber jetzt denke ich, wird es da mal Zeit, dass wir verkaufen. Ansonsten hat sich ja jetzt dann auch beim dritten, vierten Mal herausgestellt, dass ja Ackergras direkt nachwächst. Da müssen wir gar nichts machen, außer düngen. Und wir haben da jedes Mal gepflügt oder gegrubbert und es nochmal neu angesät. Das war natürlich auch völlig überflüssig. Denn Ackergras wächst ebenfalls nach. Ja, wäre eigentlich logisch, ne? Aber haben wir total verschwitzt. Aber so lernen wir immer wieder was dazu. Und Ackergras ist ja jetzt auch nicht auf jeder Map. Sodele. Wenn der New Holland wendet, dann nehmen wir auch diese Bahn hier. Ja, und dann sind wir nämlich auch gleich voll. Können wir hier schon mal wieder abfahren. Sehr schön. Während der Johnny da unten ja in der Bahn steht. So, Siliermittel wird er keinen brauchen, weil Heu brauchen wir kein Siliermittel. Wir sind bei 92. Hervorragend. Ja, irgendwie ist mir die neue Mini-Brunnen ans Herz gewachsen. Wir sind voll, wir bringen das ins Silo. Ah, Vorsicht! Da tauchen die plötzlich in selbstmörderischer Absicht direkt vor meinem Fahrzeug auf. Ah, stopp mal. Nee, das ist kein Ladewagen, das ist ein normaler. Stimmt, oder? Ja, das ist doch... Ich habe hier keinen Durchblick mehr. Anhänger.
Klar, wir haben hier den, warum haben wir eigentlich den? Ah, zum Häckseln, den Glas haben wir, glaube ich, nur fürs Häckseln. Dann haben wir hier den Trailer, den TARDIS natürlich als Megafahrzeug, zum Beispiel um Silage wegzubringen. Und dann haben wir hier unsere, ach, die haben wir ja auch noch, die Strautmann, wieso haben wir zwei? Ich weiß es nicht, ich verliere hier völlig den Überblick auf dieser Map, oh Gott. Und ich könnte so viele noch Geräte kaufen. Wir werden auf jeden Fall noch ein Big M kaufen müssen. Und ich habe mir ja sagen lassen, das M steht für Mähen. Der Big X ist fürs Häckseln, der Big M ist fürs Mähen. Und wir wollen auf jeden Fall ein Big M. Und der soll dann nämlich eine Presse hinter sich herziehen, Ballen machen. Und dann können wir hinterherfahren mit einem Wickler. Und der hat dann ein Zugmaul, damit wir dann auf jeden Fall auch gleich unseren Ballensammelwagen dranhängen können. Und das wird bestimmt auch ein spannendes Gespann, spannendere Geschichte. Und die will ich hier auf jeden Fall auch noch ausprobieren. So, wir könnten dann jetzt, wenn wir auf dem Feld sind, mit dem Johnny dann mal zwischendurch wieder den New Holland abtanken, damit wir hier Platz haben. Genau, so passt das nämlich. Sehr schön. Dann fahren wir nämlich schon mal hier in die Spur. Oh, da braucht aber der Motor, bis er mal an ist, ne? So, aber dafür kommt er aus dem Stand dann richtig vorwärts. Der gute John Deere. Auf der Galgenberg haben wir ja jetzt auch einen Johnny. Auch da werden wir langsam aber sicher unseren Fuhrpark ein bisschen modernisieren und anpassen. Denn auf der Galgenberg wollen wir jetzt auch ein bisschen von der Viehwirtschaft weggehen. Auch da haben wir doch etwas zu kleinteilig gearbeitet, was der Yogi natürlich gern hat, immer auf seinen Maps. Schönes kleines Micromanagement. Aber wir werden dort auf der Galgenberg die nächste Zeit dann jetzt so ein bisschen in ein, ja, ich sag mal, bescheidenes kleines Big Farm Projekt eingehen. Noch ein paar Felder kaufen, uns hauptsächlich um Feldarbeit kümmern, um die Feldfrüchte kümmern und dann zum Beispiel uns auch noch einen schönen Selbstfahrer für, ups, jetzt habe ich den Motor ausgemacht, einen schönen Selbstfahrer holen, zum Beispiel für die Rübenernte und Felder dort zusammenlegen, damit wir dann dort auch wirklich im größeren Stil dann arbeiten können, auch mit größeren Geräten, deswegen auch hier Maschinen und Schlepper mit mehr PS. So, ich springe mal hier raus, da hinten haben wir immer noch markiert, wo unser zweiter Ladewagen steht, der kleine. Aber den haben wir ja da oben an unserem, jetzt weiß ich es immer noch nicht, Berghof? Ja, an unserem kleinen Berghof, dort haben wir den stehen. So, und weiter geht's. Ich meine, wer hätte mal gedacht, dass wir hier mit einem Xerion unterwegs sind und mit großen Glas Jaguars. Wer hätte das mal gedacht? Aber wer hätte vor allen Dingen auch gedacht, dass wir hier in den Alpen mal Zuckerrohr ansehen? Wir haben ja unsere Pappelfelder, beziehungsweise wir haben jetzt erstmal ein Feld. Wir werden dann noch ein zweites Feld machen. Da ist Getreide drauf, das werden wir ernten und dann kommen da auch Pappeln drauf. Und dann werden wir hier auch ein bisschen in die Pappelproduktion einsteigen und das in die Biogas, beziehungsweise ins Heizblockheizkraftwerk oder wie auch immer Heizkraftwerk oder so ähnlich, weil das müssen wir auch noch kaufen. Und dort können wir dann meines Wissens Dünger oder irgend sowas herstellen oder Saatgut. Ne, Dünger, glaube ich. So. Also ihr seht, wir haben da schon noch ein paar Projekte oder ein paar Ideen in der Pipeline, wo wir noch hinwollen. Also ein bisschen werden wir die neuen Mini-Brunnen mit Sicherheit noch spielen. Denn wir haben ja noch einiges zu tun und wir wollen ja hier der Großbauer im Dorf werden, im Tal sozusagen. Uns fehlen noch 3, 4, 5 Felder, aber dann haben wir auch hier gut zu tun. Wobei wir hier jetzt, glaube ich, noch keine Felder zusammengelegt haben. Wir haben immer noch die Ursprungsfelder. So, der New Holland wird jetzt noch einmal hoch und einmal runterfahren. Dann müsste das doch gerade reichen. Das wäre dann auch nicht verkehrt. So, jetzt muss ich mal schauen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall. Ja, für den großen Ladewagen, da brauchen wir halt eben auch PS. Und natürlich ist die Allradlenkung auch von Vorteil.
Komm ein bisschen besser um die Kurven rum. So, wie viel haben wir denn? 64. Ja, dann wechseln wir hier mal in der Spur. Und dann kommt es eigentlich wieder genau hin, wenn wir runterfahren, müssten wir dann hier den Ladewagen voll bekommen. Ein Betrieb hier schon wieder bei der Ernte. Mit dem John Deere, mit dem New Holland, mit dem Class Xerion sind wir hier wieder unterwegs. So, mal kurz durch Nachbarsfeld. Jo, hervorragend, das passt so. Und wir schauen mal, müsste das nicht auch mit dem Drescher passen? Mit dem neuen Schneidwerk, mit dem Faltschneidwerk. Weil dann können wir uns gar nicht beschweren, wenn das genau auf die Länge passt. Jetzt muss ich mal gucken. Nee, da müssen wir rückwärts. So, da sind wir. Ja, hervorragend. Das passt ja wie Faust aufs Auge. Wie Arsch auf Eimer. Supi. Hervorragend. So, jetzt sind wir wieder falsch. Ja, es sind einfach zu viele Geräte. 90. Da machen wir den hier nochmal voll. Sehr schön. Und 100. Und ab zum Hof, zu unserem Silo. Sehr schön. Wunderbärchen, Klärchen. Und einmal abkippen. Hervorragend. Und das soll es auch schon wieder gewesen sein für die heutige Folge. Wir sind jetzt schon im Juni in der Ernte. Um die Tierchen werden wir uns auch noch kümmern. Und nächsten Monat müsste es dann so richtig abgehen mit Getreide und Weizen. Und da freue ich mich auch schon mit dem neuen Schneidwerk. Und früher oder später geht es vor allen Dingen auch ins Häckseln. Jau! Mit dem Class Xerion hier zum Beispiel. Ich sage recht schönen Dank. Bis zum nächsten Mal wieder hier auf der Neumini-Brunn in unserem wunderschönen Alpenprojekt sind wir hier unterwegs. Und da sage ich Tschüss, ciao, ciao, bis zum nächsten Mal. Euer Baden-Farmer.